Heute erwartet uns hoffentlich ein tolles Spiel, liebe Fußballfans. Und damit hallo aus dem Stadion von Wolf-Christoph Fuß und Frank Buschmann. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Zwei auf Außen bedeutet bei ihnen heute, sie spielen im 4-3-3. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Er war entschlossen, da an den Ball zu kommen, und er hat ihn. Und jetzt Vidal. Weiter Pass geht zu Thomas Müller. Lehmann. Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Schmelzer. Ja, das war abseits. Dahoud. Freistoß, ja, aber keine Verwarnung. So früh im Spiel tun es auch ein paar ernste Worte an den Spieler. Hermann. Nun Hermann. Tolle Flanke. Das gibt Einwurf. Heller. Ganz starke Flanke. Chance lebt noch. Rode. Und nun ein Schuss. Ball ist draußen. Abstoß. Leitner. Sokratis am Ball. Rode. Und jetzt Müller. Schuss! Und da klingelt's im Kasten. Ja, so kennen wir ihn. Technisch einwandfrei und überlegt bringt er den Ball da im Kasten unter. Und lässt alles dabei so leicht aussehen. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Rode. Schmelzer. Und direkt zurückgespielt. Da kommt der Pfiff. Freistoß. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's, und dann geht auch die Karte in Ordnung. Vidal. Kalerabek. Souverän gemacht vom Torwart. Und Müller. Da verlieren sie den Ball. Und Hermann. Den Zweikampf muss er jetzt annehmen. Rode. Und jetzt Müller. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis. Macht er ihn! Der Ball ist drin! Gefühlvoll schießt er den Ball hier ins Tor. Ja, Wolf, mit der Innenseite ganz überlegt gemacht. Klasse! Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Freistoßentscheidung korrekt. Lehmann. Klasse Tackling, da kommt er an den Ball.
Da kommt der Schuss. Da klatscht der Ball an den Pfosten. Es gibt Abstoß. Der Ball war im Aus. Rode. Und Müller. Er stört die Gegenspieler schon beim Aufbau. Das ist extrem wichtig, um eine Gefahr gar nicht erst aufkommen zu lassen. Und das macht ihn so wertvoll für die Mannschaft. Und dann trifft er ja auch vorne selbst noch. Jetzt Bengtsson. Jetzt haben sie den Ball. Hilbert. Da gibt er zu Recht Freistoß. Da kann er sich den Ball holen. Rode. Johnson. Er gewinnt den Zweikampf und hat den Ball. Passt nicht gut genug, er geht ins Aus. Schmelzer. Vidal am Ball. Thiago. Leitner. Und Thiago.